Willkommen zu Tag 3 der Urlaubsvlog-Reihe. Heute ist der Plan, dass wir in die Innenstadt gehen und da einfach mal so ein bisschen rumgucken und vielleicht ein bisschen shoppen gehen. Wir wollen einfach uns die Stadt nochmal genauer angucken und dann einfach mal da hinten war irgendwo so eine kleine Shoppingmeile. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine ist. Auf jeden Fall war da ein heftiges Gebäude, was für mich aussah wie so ein Shoppingcenter. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin, gucken, was wir da so machen können. Und geil, jetzt genau jetzt fängt's an zu pissen, Alter. Nice! So, wir sind jetzt hier in dem Supermarkt. Der ist auf jeden Fall hier hinten. Supermarkt in dem Einkaufscenter. Ich hoffe, man hat es jetzt gesehen. Wir gucken mal, was da so gibt. Es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus und ja. Wir waren jetzt in einem Supermarkt und haben uns ein paar Sachen geholt. Ich kann euch den mal eben kurz zeigen. Das war genau der Supermarkt. Tesco Express. Wo ist mein Finger? Da. Tesco Express. Wir haben 2 Liter Wasser geholt. Das ist wirklich so ein fettes Ding. 2 Liter einfach. Und das hat irgendwie umgerechnet jetzt 65 Cent oder so gekostet. Dann haben wir hier sowas. Ja, du darfst jetzt trinken. So. Und wir haben uns hier 4 Croissants müssten das sein, so Buttercroissants. Und meine Freundin hat sich einen Monster geholt. Sie ist ein sehr großer Monster-Fan und diesen Monster gibt es in Deutschland nicht und deswegen musste sie sich den holen. Das ist irgendein Peach müsste das sein, also Pfirsich. Nee? Was war das? Pineapple. Ah, Pineapple, okay. Das ist jetzt unser Frühstück und wir haben Sprudelwasser. Trinken die nicht hier einfach nur stilles Wasser? Ich raff's nicht. Aber ja, wir werden jetzt erstmal frühstücken. Und was ganz weird ist, in diesem Supermarkt konnte man einfach nur Selbstbedienung machen. Du hattest da keine Möglichkeit, irgendwie an deine Kasse zu gehen. Du hattest nur die Möglichkeit, da selbst deine Sachen zu scannen. Ich meine, in Deutschland ist das ja auch so, dass du zum Teil so Selbstbedienungskassen hast, aber die hattest du dann nur. Du hattest nur Selbstbedienungskassen. Diese Kassen haben dich selber gefilmt und alles. Das war schon crazy. Du konntest auch nicht mit Bargeld zahlen, du konntest dann nur mit Karte zahlen. Das war schon ein bisschen crazy. Das ist ganz schön gefährlich hier zu essen. Hier ist einfach eine Vogelinvasion. Irgendjemand hat da Brot hingeschmissen. Ich weiß nicht. Was geht ab, Bruder? Du kriegst von mir kein Essen. Vergiss es. Der Bruder ist greedy auf unser Essen. Alle, guck dich sie an. Hau ab, du kriegst kein Essen. Wir haben jetzt hier auch endlich einen Bankautomaten gefunden. Ich hoffe, der nimmt meine deutsche Karte. Ja, wie viel wollen wir? Weiß nicht. 100 oder 50? 100? Er macht jetzt nur 100. Ja, easy. Hat geklappt. Das sieht so falsch aus, dieses Geld, ne? Halt mal kurz. Gib mir mal den 10er. Achte mal, der ist da einfach transparent an der Stelle. Und da ist ein fucking Otter drauf. Ach, bei mir auch, lol. Da sind einfach Otter drauf. Was haben wir noch so? Wir haben 20er mit Eichhörnchen. So Leute, ich bin jetzt hier im Umkleiden. Ich habe mir hier dieses Oberteil ausgesucht und diese Hose. Oder das Oberteil hat meine Freundin ausgesucht. Und ja, die Hose werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall holen. Die finde ich nice. Und mit dem Oberteil muss ich noch gucken, da bin ich so ein bisschen unsicher. Ich hatte die Hose noch in einer Nummer kleiner an, dann so ein anderes Oberteil und hier so eins noch. Wir haben jetzt Süßigkeiten von einem halben Kilo geholt und haben ganze, ungefähr umgerechnet 17 Euro ausgegeben. Das schmeckt geil und eklig zugleich. Ach du Kacke, was sind das für Schuhe? Schau dir mal an, das ist einfach ein Pikachu-Schuh. Oder hier so ein Roboter oder hier. What the fuck? Wir sind jetzt auf der Suche nach Essen. Wir haben uns gedacht, dass wir irgendwo Pizza holen gehen und ja, wir suchen jetzt irgendwo einen geilen Pizzaladen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt bei Pizza Hut und ich habe richtig Bock auf so eine heftige Pizza, die einfach richtig
heftig, ekelhaft mit Käserand. Ihr wisst, was ich meine, ne? War so richtig fett, richtig fettig und alles. Und ja, wir werden jetzt hier erstmal bei Pizza Hut was holen. Also hier können wir uns das jetzt auffüllen. Wir tun das einfach da drunter und können das so random einfach auffüllen. Wie geil ist das? Ich bin dran. Kann ich jetzt hier steht irgendwas? Nee. Aha, da haben wir Pepsi. Das ist wahrscheinlich die normale. Ah, jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich Strawberry und irgendwas will. Ob das nur so einen Geschmack hat. Digga, wie heftig. Und hier haben wir die Möglichkeit, uns einen Salat auszusuchen. Und wir können hier so viel nehmen, wie wir wollen und so oft nehmen, wie wir wollen. Die sind einfach fucking Nachos. Irgendwie können wir das nicht so ganz glauben, dass wir hier unendlich viel auffüllen können. Aber ich habe es jetzt gemacht. Ich habe mir hier ein Getränk geholt, eine Cola. Und ich habe mir hier meinen ersten Salat geholt. Ich weiß nicht, wie viel ich nehmen werde. Aber naja, das esse ich jetzt erstmal. So, unsere Pizza ist jetzt auch angekommen. Eine Margherita-Pizza mit Käserand. Meine Freundin hat das auch. Und wir haben noch Knoblauchbrot. Das kommt jetzt auch gleich. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Die ist heftig. Wir haben es geschafft, die Pizza aufzuessen und es war ein Kampf, aber wir haben den Kampf gewonnen. Und das Lustige war, irgendwann ging deren komplettes Kartensystem einfach am Arsch. Es konnte niemand mehr zahlen und deswegen musste er so einen weirden Zettel ausfüllen, hat da meine Kartendaten draufgeschrieben und jetzt ziehen die das Geld irgendwie von meinem Konto ab. Und wir wissen nicht, ob es klappt, weil wir halt eine deutsche Karte haben. Und es wäre jetzt total lustig, wenn es nicht klappen würde, weil wir dann quasi for free gegessen haben. So, ihr habt ja gerade die ganzen Aufnahmen gesehen von uns an diesem Spiegel und auf jeden Fall war da so ein Illusion-Haus und wir haben uns gedacht, wir gehen da morgen hin, weil man da so Tickets vorreservieren muss und das schauen wir uns morgen an. Also falls ihr das sehen wollt, schaut euch den morgigen Vlog an oder keine Ahnung, wann dieser Vlog rauskommt. Leute, darf ich euch vorstellen, die Todestreppe. Wenn du da hochgehst, bist du einfach tot. Darf ich euch vorstellen, die Horrortreppe. Wenn du da hochgehst, stirbst du und kriegst den Horrorschrecken. Darf ich euch vorstellen, die Schönheitstreppe. Wenn du da hochkommst, kommst du zu den Engeln. Die sieht auf jeden Fall sehr schön aus, die Treppe. Let's go. Wir sind gerade mal ein paar Stufen hochgegangen und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Aber das hat uns nicht wirklich was gebracht. Wir haben es geschafft. Gebracht hat uns das Ganze gar nichts. So, der Plan ist jetzt, irgendwas zu trinken zu suchen. Wir wollen uns irgendwo hinsetzen und was trinken. Einfach nur so eine Cola oder so. Einfach nur so ein bisschen zum Chillen, weil wir schon echt kaputt sind. Wie viele Schritte haben wir? 20.467. 20.000 Schritte haben wir jetzt gemacht heute. Und wir können einfach beide nicht mehr. Deswegen gehen wir jetzt irgendwo was schön trinken. Aber die Frage ist halt nur, wo. Unsere Getränke sind gekommen. Das hier ist so ein, wie hieß das? Frozen Daiquiri Strawberry oder so. Das ist übel fett und alles. Und ich habe irgend so ein Blueberry irgendwas. Auf jeden Fall, mein Akku hat gereicht. Ihr habt die Getränke gesehen. Und ja, ich würde jetzt sagen, den Vlog habe ich eh schon beendet. Egal, tschüss, ciao, haut rein. Ich würde dann jetzt wahrscheinlich auch den Vlog beenden, weil ich nur noch 1% Akku habe. Und dann sehen wir uns ganz einfach morgen. Ich weiß. J'ai baissé la vitre, rassuré la mime, j'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perds c'est la vie. Les caméras.
Mirafim, mais j'ai pas envie de dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre.